So, meine lieben Leute, da sind wir auch mal wieder bei einer weiteren illustren Runde. Dead Spatze 2, jawollsken. Wir machen einfach wieder direkt den Einzelspieler. Ich schaue vorher auf meine Uhr. Es ist 50 beziehungsweise 10 vor. Spiel fortsetzen, das heißt 10 nach ist eine super Zeit. Da kann man dann auch aufhören. Ja, was haben wir letztes Mal gemacht? Wir sind einfach immer eigentlich durch die Kirche gelatscht und so doof rumgelaufen und irgendwie nicht vorwärts gekommen. Aber jetzt sind wir ja hier. Ich habe, glaube ich, beim Shop das letzte Mal... Was ist denn hier los? Hallo? Ein Bug irgendwo. Falsch gespawnt. Beim Shop eigentlich alles verkauft, was ich nicht brauchte. Jawohl. An der Werkbank ein bisschen aufgerüstet. Dann gehen wir mal hier rein. Und schauen uns da in Ruhe um. Ich denke mal auch, dass wir hier lang müssen. Oh, diese Beleuchtung vom Helm, die ist richtig gut. In den engen Gängen kommt das richtig... Was ist da denn nicht richtig? Hallo? Irgendwie ist da was fehlerhaft. Finde ich interessant. Schlapper die Wabbel. Ich bin reiner Kaum und ich habe mich zwischen der Gefriertruhe verfangen. Opa geil. Ui! Das war so nicht geplant. Ich würde eigentlich ganz kurz stehen bleiben. Das passt ja auch super. Sammle ich hier haufenweise Schrott auf schon wieder. Oh, was ist denn jetzt? Was habe ich denn schon wieder alles aufgesammelt? Ja, weiß ich gerade gar nicht. Munition, Geld, Kram auf jeden Fall. Jede Menge Kram. Ich muss da lang. Und ich warte nur drauf, dass irgend so ein Vieh kommt und mich anfällt. Einmal ganz laut. Ich möchte mit Ihnen über Gott sprechen. Den Gott der Urologen. Es ist. Wer könnte das sein? Was haben wir denn da? Strahlenmunition. Aha, kann ich dann also Strahlenmunition herstellen? Das ist auch nicht schlecht. Ja, gut. Funst. Das ist schon wieder so viel Munition hier. Ich glaube, ich krieg ein Pferd, ey. Ich verballer mal die Munition von der 1. Warte, das ist ja dann wieder herzallerliebst alles. Ich hau um mich vor Freude. Ah! Okay. Immer mit gezogener Waffe langlaufen. Denn man weiß nie, was kommt. Die kleinen Babys schon wieder. Ja, nicht Babys, aber... Diese komischen Hunde. Das ist ein anderes Vieh schon wieder. Fuck. So. Die erinnern mich aber so ein bisschen an die... An die Teufelsjäger aus World of Warcraft. Ich weiß, nicht jeder mag das Spiel und nicht jeder hat es gespielt. Aber... Aber die erinnern mich immer so ein bisschen daran. Der sieht auch so aus. So wie die Viecher hier. Nee, nicht ganz, aber... Ich weiß nicht warum. Ich muss mich jedes Mal dran erinnern halt. Zack, die Bomben. Zertanzen. Ah, willst du nicht mittanzen? Liegst da auf dem Boden. Party schon vorbei, wa? Zu viel ist offen, alter Sau. Ich kenn das. Deswegen trinke ich gar nicht mehr. Man mag es kaum glauben, aber Luna ist... abstinent geworden. Was Alkohol angeht. Nur noch in Gesellschaft. Nicht mehr alleine. Kein Dosenbier zwischendurch während der Aufnahmen. Hab gemerkt, das ist nicht gut für mich, weißt du? Schmeckt mir auch nicht mehr, ich hab da keinen Bock drauf. Ich hab jetzt gestern irgendwie wieder was getrunken. Oh Gott, hat mir gar nicht gefallen, ey. Totalabsturz. Kompletter Totalabsturz. Deswegen, irgendwie will ich das zurück. Das kenne ich doch irgendwie aus dem Trailer. Beziehungsweise, ja. Da guckt euch irgendein Vieh. Das kennt man. Genau das. Wusste ich doch. Wenn die Trailer einem zu viel verraten. Man muss auf jeden Fall jetzt irgendwas abschießen. Das da, das Gelbe. Steuerung ist aber auch gerade so kacke. Komm schon. Nein. Habe ich ihn erwischt? Ich weiß es nicht. Das weißt du nicht. Ach du Kacke. Babys. Ach du Scheiße. Jetzt kommt sie wieder in Massen an. Nein. Ey, ich finde diese Babys so grausam! Ich finde die so furchtbar! Nein! Ah! Oh fuck! Ohne Witz! Wenn sich das hat einfallen lassen, ist der krankeste Mensch aller Zeiten! Ich kann verstehen, warum manche den zweiten Teil so als zu gruselig empfanden. Die ersten beiden, laut EAs Aussagen. Aber das zeichnet die Serie doch aus. Man spielt doch kein Gruselspiel, wenn man sich nicht gruseln möchte. Ist die Munition alle? Ja, okay. Das wäre so ein Schnellrennvieh.
So, jetzt kannst du mir aber nicht mehr davonrennen, du Pennergesicht. Hui, das war jetzt flott. Die verlieren alle sofort ihre Sachen. Okay. Haufenweise Stase schon wieder. Ich hätte natürlich auch Stase benutzen können. Ich benutze viel zu wenig Stase, habe ich auch im ersten Teil schon nicht verwendet. Einfach weil Stase irgendwie, weiß ich nicht, ist nicht so meins vom Umgang her. Aha, eine Menge Medikits. Eine Menge Medikits. Da werde ich wieder was auf die Bank schmeißen. Gut, da muss ich da lang. Aber ich schaue mich hier erstmal unten in Ruhe um. So ein Kinderkörper, ist das nicht fein? Das ist einfach doch krank, ohne Witz. Also da hat sich der Designer echt was Abartiges einfallen lassen. Mit den Babys, das ist echt schon, also, sehr, sehr grenzwertig aus meiner Sicht. Und ich verkneife mir jetzt jeglichen Kommentar, den ich bringen wollte. Wer meinen Humor kennt, der weiß, was ich jetzt gesagt hätte. Hier nochmal ein Gruß an Eddie. Der kennt meinen Humor ganz bestimmt, der weiß ganz genau, was ich jetzt sagen wollte. Es kommt mir irgendwie so vor, als wenn man das benutzen kann. Wenn da irgendwie ein Easter Egg ist, nein. Weil im dritten Teil gab es ein Easter Egg, wenn man so einen Hirsch an der Wand abgeschossen hat. Mhm. Da hat man dann was bekommen. Hier ist eigentlich soweit nichts mehr, nee. Supi, okay. Dann müssten wir da hoch. Was war denn da vorne? So ein Pult, ja. Ich guck mir das Pult nochmal an. So, so ein Rednerpult, okay. Aber hübsche Kathedrale. Doch, also das Setting gefällt mir sehr. Oh, schon wieder, alter Schwede. Guckt euch mal an, wie viel Munition. Pardon? Guckt euch mal an, wie viel Munition das ist. Ah, schmeckt täglich. Das war's jetzt. Ah! Kannst du sagen, das war's jetzt, oder was? Aber es ist doch klar, dass da immer wieder so ein Schocker aus der Ecke kommt. Kotzbohren ist schon wieder. Will da rüberkommen, oder was? So. Das riecht. Das riecht mal auf. Guck mal, ey. Ich benutze viel zu wenig das hier. Ich benutze das jetzt. Der nächste, der kommt, der wird jetzt hier damit. Wow! Bang! An die Wand genagelt. Hat aber wirklich viel gebracht. Ja, das bringt's erst recht. So. Ich werde jetzt, hab ich nicht schon? Vertreten? Vertreten. Zertrampelt! Ah, oh, in die Ecke drücken! Wir feiern heute Feste! Ganz Feste feiern wir! Wir sind die besten Gäste! Und machen Klopapier. Ich muss einfach vorher noch daran, denn. Erdspachtel. Wo denn? Boah! Von hinten kam. Uppala, huch! Das war jetzt aber nicht geplant. War's der? Der war's, oder? Das war's. Wann habe ich den weggeschleudert? Hui, den hat's voll zerrissen. So, erstmal wieder hier alles vertrampeln. Das ist einfach nur ein matschiger Brei. So, und weil es so schön war, ich sowieso viel zu viel davon habe, benutze ich die einfach alle mal. Denn ich brauche sie ja nicht. Denn ich brauche sie ja nicht. Moa. Der Raum ist äußerst interessant, vor allem diese ganzen pseudo-nachgemachten Marker. Ich finde, wie gesagt, das Setting, das ist echt hübsch. Dieses Kirchen-Unithologen-Dings, Gedöns. Wie, das war jetzt der Raum? Ein so ein Vieh? Ach, das ist ja... Das ist ja aber... Das ist, oha. Wer sind Sie denn? Sieht aus wie so ein russischer Zar, kann das sein? War das Hitler, kann das sein? Hitler war bestimmt kein russischer Zar. Ui! Diese Stimme, dieses Kratzen, das klingt so eklig. Nein. Alter Schwede, Junge, du hast irgendwie da so ein paar Halus. Würde ich mal zum Arzt mitgehen. Sieht nicht gut aus. Aber leg ein Pflaster drauf tun. So, ein bisschen Friede. Ich hab doch gerade gedrückt, Pennergesicht. Tanzen. Ich hab die Spitze der Kirche erreicht. Sie sind fast hier.
Ich warte am Shuttle. Jetzt habe ich keinen Bock mehr auf Musik fühlen. Nö, jetzt bin ich eingeschnappt. Jetzt gehe ich in die Ecke und schmoll ein bisschen. Arme verschränken. Nimm. Ich bin ein Schmollmund. Boah, ich war so klar. Ich hatte einfach nur nach oben geguckt, um zu gucken, ob es hier auch so eine scheiß Lüftungsschächte gibt. Und genau in diesem Augenblick. Ja. Oh, nö. Mann. Wieso ist das Spiel so berechenbar? Warum nur? Warum? Ich habe es wirklich noch nicht gespielt vorher, Leute. Ich wusste... Wow. Also das ist mal ein Ausblick, da würde ich echt sagen, Hut ab. Gefällt mir, auch wenn es ein bisschen plastisch aussieht, vor allem das Gebäude hier vorne. Wie so Tontöpfergebäude, was nicht bemalt wurde. Aber insgesamt doch recht ansehnlich, recht Schmuck. Recht Schmuck, ja. Schmuck trifft's gut. Alter Schweden. Mein Inventar ist wieder voll maßlos überfüllt. Hier kann man speichern. Und hier gibt's Energieknoten. Und ein Schema, ein Detonator, was ist das denn? Noch mehr Munition. Alles herrlich hier. Alles herrlich, du. Ich könnte ja speichern. Ich werde es auch mal tun, falls ich hier verrecke. Ich finde das besser als dieses Autosave-System. So, wir haben jetzt hier Kapitel 4, Kapitel 5. Ich bestätige den ersten. Jawohl. Denn wir machen ja wieder, falls der Part verkackt ist, nochmal alles von vorne, liebe Leute. Aber ich würde es dann auch sagen. Ist jetzt nicht so, dass ich es tue, als würde ich... Ne. Das würde man merken. Das war jetzt wirklich ein Zufall, dass ich das gesehen habe. Oh, wer seid ihr denn? Hey! What the fuck? Die hat zerrissen, die Alte! Jawoll! Oh fuck. Was ist denn hier los, ey? Das macht mir doch einen sehr krassen Eindruck hier gerade. Schönes Ding. Ah, Eriken! Los, Isaac, du schaffst es! Du schaffst es! Ah! Mach auf da, die Scheiße! Ah, Rinder! Was ist denn hier los, ey? Ohne Flachs. Aber schön, dass es die Alte zerrissen hat. Gefällt mir voll. Die war doch gekloppt. Hui. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Ein Vieh vom Feinsten, ey. Lauf, Isaac. Er liegt frei, ihr könnt ihn jetzt voll auf die Nerven gehen. So, den Arm haben wir weg. Ahaha, Blutter aus, du Mistvieh. Old Swedish Man, ey, Old Swedish Man. Alter. Geh auf. Ich renn. Digga, renn, nein. Oh Mann, ich hab verkackt. Ich dachte, man müsste ihn irgendwie aufhalten. Okay, jetzt rennen wir einfach direkt drauf los. Einmal um. Ach, genau, Stase. Bums. Und rüber. Renn. Oh, Kacke. Ja, das Vieh wird es jetzt auf jeden Fall voll rausreißen. Oder mich. Oh.
muss ich jetzt machen? Die Dinger wahrscheinlich schießen, jawohl. Ah, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ein. Wow. Alter, wenn ich das mal nicht Action nenne, das war's definitiv. Kapitel 6. Holla die Waldfee. Isaac, sind Sie da? Können Sie mich hören? Was wollen Sie, Struss? Es ist vorbei. Alle meine Pläne haben sich gerade verabschiedet. Nein, es ist nicht vorbei. Jedenfalls noch nicht. Isaac, wir haben ihn gebaut. Also können wir ihn zerstören. Sie meinen den Marker? Wissen Sie, wo der Marker ist, Struss? Im Regierungssektor. Es ist im Regierungssektor. Ich erinnere mich. Aber wir müssen uns malen. Mir läuft die Zeit davon. Uns läuft sie davon. Struss! Struss, wo wollen Sie denn hin? Also ich finde das jetzt gerade, wow, doch, ja, wie gesagt, sehr interessant. Das nimmt richtig an Fahrt auf. Der erste Teil war dann auch relativ trocken, was das anging mit Sequenzen und sowas. Ich finde, dem Spiel kommt die Action hier auf jeden Fall zugute. Im dritten ist es wieder zu viel, aber das macht im Koop dafür auch trotzdem noch Spaß. Aber hier muss ich echt sagen, gefällt mir. Passt auch ganz gut rein. Es passt sich dem Spiel ja gut an. Erstmal alles aufsammeln hier. Bevor wir weitergehen. Ich dachte gerade, das wäre ein Hakenkreuz. Mann. Oder so ein Sonnenrad oder sowas. Das Sonnenrad. Das Heilige. Da geht's weiter. Wir gucken uns trotzdem erstmal links und rechts überall um. Okay, da ist verschlossen. Da können wir nicht lang. Das ist natürlich short. Da können wir auch nicht lang. Also gehen wir einfach jetzt da geradeaus weiter, wo wir lang müssen. Ne? Jop. Machen wir. Wie viel Munition habe ich denn jetzt noch? Da habe ich noch genug von, auf jeden Fall. Da kann man speichern, das ist gut. Liegt denn hier irgendwas rum? Nee, okay. Hier wieder der Waschmaschinenraum, den hatten wir doch schon mal. Zumindest kommt der mir arg bekannt vor. So, dann speichern wir hier, Leute. Jo. Dann speichern wir Kapitel 5, bestätigen den ganzen Scheiß. Und da wir sowieso nur noch 3 Minuten haben, sage ich, okay, lieber 3 Minuten zu früh, als wieder mal extrem überzogen. Die Speicherstationen sind, machen sich ja hier relativ rar. Deswegen beende ich den Part jetzt hier. Würde sagen, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht gerade. Ich hoffe euch genauso. Lasst doch einen lieben Kommentar da, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten gern angebrachte Kritik ist auch immer erwünscht. Und ja, das war's dann eigentlich auch schon wieder von mir. Ich freue mich auf den nächsten Part mit euch. Auf dann, auf bald, auf Wiedersehen. Tschüssikowski. Blablabla.